So, liebe Freunde, ein herzliches Hallo aus München. Grüß Gott an alle zu unserem Rekrutier-Durchstarter-Interview. Und ich begrüße heute ja, einen ganz spannenden Menschen. Er hat eine ganz spannende Vita, über die er uns vielleicht selber auch ein bisschen was erzählen wird. Den Sascha Rabe habe ich am anderen Ende. Sascha, ich grüße dich. Tobias, danke für die Einladung zu dem Interview. Ich freue mich drauf und herzlichen Dank für die netten Worte zu Beginn. Das ist schön, sich am Anfang schon zu bedanken. Du weißt ja gar nicht, was ich für Fragen stelle, aber danke schon mal vorab. Ja. Sascha, du bist sozusagen einer unserer Durchstarter, so nenne ich das mal. Wir haben uns mehr oder weniger auch übers Internet kennengelernt. Du hattest mir ein paar ganz interessante Zeilen über dich geschrieben. Ich sage jetzt mal zwei Worte. Du bist auf gut Deutsch Vermögensberater im Unternehmens- oder Geschäftsaufbau. Und das, was dich auszeichnet, ist, wenn ich das so sagen darf, du warst oder bist Deutschlands jüngster Bankdirektor gewesen. Das Richtig? stimmt. Okay. Wie kam es denn zu diesem Wechsel von Deutschlands jüngsten Bankdirektor jetzt in die Vermögensberatungsbranche? Magst du uns da vielleicht ein paar Worte sagen, bitte? Ja, sehr gerne. Also ich habe 1992 mal in einer Bank gelernt. Damals war das ja noch ein ganz ehrenhafter Beruf und habe dann auch gut Karriere gemacht, war in der Zentrale einer großen deutschen Bank bei einer Investmentgesellschaft in Frankreich, in Paris. Ich war Filialleiter und dann mit 31 hat die Bild-Zeitung tatsächlich mal so eine Home-Story gemacht, so eine halbe Seite mit dem Text Deutschlands jüngster Bankchef. Das fand ich natürlich ganz spannend und habe dann auch noch weiter Karriere innerhalb der Bank gemacht. Nur die Bankenwelt hat sich in der Zeit sehr, sehr deutlich verändert und ich habe dann für mich entschieden, ich möchte gern meine Idee von Kundenorientierung, von Mitarbeiteraufbau und Förderung weiterleben, gerne auch weiter im Finanzdienstleistungsbereich, weil das habe ich gelernt, das kann ich, da bin ich Profi. Und in dem Zuge habe ich dann nach einer beruflichen Alternative gesucht und die habe ich gefunden. Und deswegen habe ich mich dann vor ja, knapp 4 Jahren selbstständig gemacht, bin in einem strukturierten Vertrieb als Vermögensberater tätig und baue dort eine Gruppe von Gleichgesinnten auf, die auch sagen, wir wollen mit einem hohen Maß an Kundenorientierung nach draußen gehen, wollen Kunden begeistern, aber auch neue Geschäftspartner finden, die auch sagen, dieses Thema interessiert uns, Finanzen und in dem Bereich können wir viel bewegen. Klasse. Du hast ja da auch zum Thema Strategie, hast du einiges zu sagen oder zu geben. Da würde ich nachher drauf kommen. Ich möchte noch mal so ein bisschen auf deine Vergangenheit in der Bank da zurückzukommen. Also ich bin ja ehrlich, ich komme ja auch aus der Finanzdienstleistung und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich habe nicht wenige Banker im persönlichen Gespräch gehabt, die ich versucht habe zu rekrutieren, versucht habe zu gewinnen für mich, habe dort aber immer so ein bisschen so ein mitleidiges oder wehleidiges Lächeln geerntet. Ich sag, nenn das Kind jetzt einfach mal beim Namen. Der Banker an sich, selbst ein normaler Banker, hat sich, ich sag jetzt mal, so hatte ich immer den Eindruck, immer für was Besseres gehalten. Und wenn mir jetzt jemand ist wie du, der dann auch Filialleiter noch war und für eine Investmentbank gearbeitet hat, das war dann so immer die Klientel, die dann immer irgend so wie im Kopf geschüttelt haben, so nach dem Motto, na hören Sie mal, ich bin Banker und ich bin in der leitenden Position oder ich bin im Investmentbereich tätig und da waren die Gespräche dann schon fast so ein bisschen beendet. Bist du jetzt, wie soll man sagen, was war der Grund? Oder ich sag mal, den Job, den ja viele als das Nonplusultra sehen, in Frage zu stellen. Also ein ganz großer Beweggrund ist, ich bin jemand, der gerne aufbaut. Also das Thema Menschen fördern, fordern, Filialleiter auch entwickeln. Ich war in meiner letzten Funktion verantwortlich für das Gebiet Niedersachsen, hatte dort
als Direktor einer großen Geschäftsbank Verantwortung für 13 Filialen und Filialleiter. Und da war mein Ziel, Mitarbeiter zu gewinnen für diese Bank, Filialleiter aus dem Mitarbeiterstamm heraus zu fördern und zu entwickeln. Das hat mir Spaß gemacht. Im Hinblick darauf, dass sich die Bankenwelt deutlich verändert hat, ist aber der Job mehr und mehr dahin gekommen, Mitarbeiter nicht einzustellen, sondern auszustellen. Und das ist etwas, was ich nicht gerne tue. Und insofern war für mich klar, ich möchte in ein Unternehmen gehen, was Mitarbeiteraufbau betreibt. Und das Zweite ist auch das Thema Kundenorientierung. Ich saß vor einigen Monaten mal zusammen als Prüfer für Bankfachwirte. Ich bin da bei der IHK noch im Prüfungsausschuss und habe mich so mit meinen Kollegen, auch Direktoren oder verantwortlich für das Personal im Banken- und Sparkassenbereich, mit denen habe ich zusammengesetzt und die haben so ein bisschen gejammert, dass sie nicht mehr so gute Bewerber bekommen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr habt auch jetzt die letzten 10 Jahre oder wir haben die letzten 10 Jahre im Bankgeschäft vieles dafür getan, dass eben Banken nicht mehr so gute Bewerber bekommen. Bei mir ist das anders. Ich stelle für meine Gruppe häufig Akademiker ein, Betriebswirte, Juristen, andere Fachrichtungen, aber auch Professionals aus dem Finanzdienstleistungen und aus dem kaufmännischen Bereich. Das funktioniert gut und ich glaube, da bin ich ein ganz gutes Role Model. Die können sehen, wie gut das bei mir funktioniert und können entsprechend für sich erkennen, dass mit Kundenorientierung, Mitarbeiterförderung auch gute Geschäfte zu machen sind und nicht nur mit Filialschließung. Okay. Um ehrlich zu sein, jetzt habe ich ja jemanden jetzt hier im Interview, der es richtig von der Praxis her wissen muss. Ich bin ehrlich, ich habe früher zu jedem Banker gesagt, schauen Sie mal, momentan sind Sie da noch in Ihrer Filiale. Wir haben momentan einen Trend. Dieser Trend geht eindeutig ins Internet, in den Online-Bereich. Wir haben eine massive Transparenz. Die Leute informieren sich vorab. Und ich sage Ihnen, lieber Herr Banker, so wie Sie heute hier sitzen, Ihren Job wird in 10 bis 15 Jahren ein Automat verrichten. So habe ich das immer gesagt, ja. Und das war natürlich auch so ein bisschen angelernt, der Spruch, ohne dass ich das jetzt im Detail genau wusste, welcher Wandel sich da in den Banken vollzieht. Frage jetzt mal an dich, ist das ein Stück weit richtig oder was sind denn die Veränderungen im Bankenbereich, weswegen dann so Ausstellungen vorgenommen werden? Ja, also da ist es tatsächlich so, dass in Banken Filialdichte nimmt ab. Viele Filialen vor Ort werden geschlossen und da haben wir natürlich in unserem Geschäft jetzt als Vermögensberater einen riesen Vorteil, weil wir gehen raus zum Kunden, sind dort, wenn der uns braucht und zwar auch zu den Zeiten, wo der Kunde Zeit hat und insofern haben wir natürlich einen riesengroßen Vorteil gegenüber einem Bankmitarbeiter, der in einer Zeit in der Filiale sitzt, wo die meisten anderen auch auf der Arbeit sind. Insofern haben wir da schon mal einen Vorteil. Wir sind flexibler, wir können auf Kundenwünsche sehr viel flexibler eingehen und diese Chance hat so ein Banker nicht und das führt letztendlich auch zu massiven Filialschließungen und wenn die Filialen geschlossen sind, ja, dann braucht es auch nicht mehr die Berater vor Ort. Ja. Gut, das ist zweifelsohne ein Vorteil, ich nenne es jetzt einfach mal vom strukturierten Vertrieb. Ich sag mal, es sind selbstständige Berater, die sich zur Not auch Zeit am Wochenende nehmen, die sich zur Not auch Zeit nehmen, 22 Uhr noch beim Kunden zu sitzen, wo der klassische Banker einfach sagt, na hören Sie mal, ich habe geschlossen oder melden Sie sich zu unseren Geschäftszeiten wieder. Ganz klar, oder? Das ist ein Vorteil. Ja. Und ich habe mit meiner Mannschaft selber aber auch gute Kontakte in den Firmenkundenbereich und wir müssen nicht um 22 Uhr noch beraten. Es reicht auch, wenn wir die Unternehmer, sage ich mal, vormittags treffen. Ärzte beispielsweise kann man wunderbar vor Praxisöffnungszeiten treffen. Wenn man diejenigen in Schichtdienst dann den Tag über trifft, auch
ältere Kunden finden das total klasse, wenn die vormittags besucht werden, wo wir dann über das Thema Geldanlage auch sprechen. Und die Kunden, die viel unterwegs sind, die treffen wir dann durchaus auch zum Abend hin. Das passt gut. Insofern haben wir natürlich die Chance, auch unser Geschäft so ein Stück weit kundenorientiert auszurichten. Und das ist etwas, bei einer Bank funktioniert das in der Form leider nicht. Oder andersherum gesagt, für mich natürlich klasse und für meine Mannschaft, weil damit kriegen wir das immer gut hin. Mhm. Noch eine Frage, die mich persönlich auch wirklich interessiert. Ich hatte hin und wieder mal einen Banker im Gespräch, oder sagen wir es mal anders. Jede Firma, jedes Unternehmen lebt vom Kunden, lebt vom Umsatz und lebt von beiderseitig guten Geschäften. Ja? In der Bank ist es dann so immer gewesen, habe ich mir sagen lassen, dass im Gegensatz zu vor 15 oder 20 Jahren im Moment auch der nennen wir es jetzt einfach mal Umsatz- oder Verkaufsdruck enorm angestiegen ist. Das heißt, Leute, die irgendwann mal vor 30 Jahren eine Banklehre gemacht haben, wo es niemals darum ging, proaktiv zu verkaufen oder Kundenansprache vorzunehmen, die müssen jetzt nochmal umdenken und müssen ansprechen, müssen verkaufen, müssen Umsatzzahlen bringen. Ist das ein Grund, warum sich auch viele in den Banken dann nicht mehr so wohlfühlen? Oder ja? Ja, in jedem Fall. Und ich bin gerade im Gespräch gewesen mit einer Kollegin bei mir aus der Struktur. Und da haben wir die Situation, dass die in der Bank diesem Verkaufsdruck nicht standhalten wollte. Die hat gesagt, ich musste da Dinge tun, die sind mir nicht angenehm gewesen. Jetzt, heute im strukturierten Vertrieb. Du weißt, wir arbeiten ausschließlich auf Empfehlung und Empfehlung kriegt man nur dann, wenn man hochprofessionellen, exzellenten und nachhaltigen Job macht. Und die sagt, in der strukturierten Vermögensberatung fühle ich mich viel wohler, weil ich eben diesen Druck, den ich in der Bank hatte, immer wieder einen neuen Abschluss zu machen, den habe ich nicht, sondern ich kann die Kunden ordentlich beraten, kriege dann eine gute Empfehlung und habe am nächsten und übernächsten Tag auch wieder einen schönen Kundenzugang und kann da einen guten Job machen. Also es ist im Prinzip, nennen wir es mal so, also Umsatz, also es gibt ja auch in dem Falle hier bei dir oder bei euch nur Geld, wenn ein gewisser Umsatz und ein gewisser Kundennutzen da ist. Es ist aber nicht so, dass man jemanden anspricht, der überhaupt nichts weiß oder nichts will, sondern aufgrund des Empfehlungskreislaufes wird man mehr oder weniger weitergereicht und es besteht schon ein positiver Bezug oder vielleicht auch ein bisschen Bedarf zum nächsten Interessenten. Verstehe ich das richtig? Oder? Ja, ganz genau. Das ist der Punkt. In dem Augenblick, wo wir einen guten Job machen, kommen die Empfehlungen nahezu automatisiert. Wir arbeiten zum einen im Empfehlungskreislauf unserer Kunden, zum anderen arbeiten wir natürlich auch in Netzwerken, sodass wir immer wieder, wenn wir einen guten Job machen, gute Kundenzugänge auch bekommen. Und die sind ganz überrascht, welche Vorteile wir dort schaffen können. Das hat einen riesen Vorteil. Jetzt ist es bei uns im Unternehmen auch noch so, dass die Qualität eine große Rolle spielt. Das heißt, in dem Augenblick, wir machen ja neben Bankgeschäft auch das Thema Geldanlage und Investment, Baufinanzierung und Bausparen und auch das ganze Thema rund um die Absicherung, persönliche Absicherung und auch die Absicherung von Werten und Gütern. Und da ist es so, wenn wir keinen guten Job machen, eine schlechte Qualitätsquote haben, dann verdienen die Menschen bei uns im Unternehmen nicht gut. Und deswegen trennt sich hier auch im positiven Sinne die Spreu vom Weizen. In dem Unternehmen kann auf Dauer nur derjenige gut Geld verdienen, der auch das mit einer hohen Qualität macht. Insofern bin ich da froh, an der richtigen Adresse gelandet zu sein. Okay. Es stellt sich ja, ich sag mal, in jeder Art von Vertrieb oder auch Finanzdienstleistung oder überhaupt Dienstleistung stellt sich ja immer die Frage, wie wird man weiterempfohlen oder wie bekommt man Kundenempfehlungen?
Und ich höre jetzt daraus, dass die Basis, man kann ja auch vieles versuchen mit Rhetorik oder Fragestellung oder eine Empfehlungsnahme-Strategie, nur sind wir ehrlich, die beste Strategie wird wahrscheinlich nichts nützen, wenn ich vorher nicht einen anständigen Job gemacht habe. Das habe ich da jetzt rausgehört bei dir, oder? Ganz genau, ganz genau. Anständigen Job, nachhaltigen Job, auch dann für den Kunden da sein, wenn es eng wird. Und da ist es so, das, was mir immer sehr am Herzen liegt und so finde ich auch meine Partner, ist das Thema Professionalität. Wenn diejenigen zu mir kommen nach Ende ihres Studiums oder auch wenn sie in ihrem kaufmännischen Beruf nicht mehr ganz zufrieden sind, eine Alternative suchen und ich denen Kollegen aufzeige, wie wir mit hoher Professionalität Vorteile und Mehrwert für den Kunden schaffen, dann sagen die, gut, das überzeugt mich, da mache ich mit, weil auch da ist es so, das gilt ja nicht nur für Kunden, es gilt ja auch für Geschäftspartner, wenn wir dort zeigen können, dass es professionell funktioniert, dann sind die gern bereit, auch diesen Weg mitzugehen. Und ich glaube, auch das trennt den Erfolgreichen heute von den weniger Erfolgreichen, weil auch da ist es so, in dem Augenblick, wo ich mit einem Kunden, der Hochkaräter ist, zusammensitze oder auch mit einem potenziellen Geschäftspartner, der Hochkaräter ist, zusammensitze, die werden eine Minute, nachdem ich aus der Tür bin, mich googeln und wenn ich da gute Bewertungen habe, dann werden die das Gespräch weiterführen, dann habe ich die Chance, gut Geschäft zu machen. In dem Augenblick, wo die aber feststellen, da ist viel heiße Luft, dann wird es auch nicht funktionieren. Deswegen ist das Thema Professionalität, Ausbildung, das ist etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und das ist das, was wir in unserer Gruppe als eine der großen Schwerpunkte auch sehen. Kann ich dir absolut beipflichten. Man merkt natürlich bei dir auch diesen hochprofessionellen Background da aus deiner beruflichen Laufbahn zuvor. Jetzt muss man natürlich sagen, nicht jeder hat so dieses Standing, was du da schon mitgebracht hast. Aber ich sag mal, es ist auf alle Fälle toll, da sich so jemanden wie dich auch zum Vorbild zu nehmen. Zum Thema Standing hätte ich noch eine Frage. Es ist ja nicht ganz leicht. Interessiert mich wirklich auch sehr, wenn man Bankdirektor ist oder Filialdirektor, dann hat man einen gewissen Status, der auch mit einem gewissen Verdienst verbunden ist. So, jetzt machst du diesen Change, jetzt machst du diesen Wechsel. Ist dir das da nicht schwer gefallen? Also ich gehe davon aus, du hast ganz von unten angefangen, wie alle anderen auch in eurer Firma, oder? Ja, na klar. Also da ist es so, dadurch, dass ich ja als Direktor selber die Filialleiter geführt habe, hatte ich keine direkten Verkäufer als Mitarbeiter und ich habe auch keinen direkten Kundenkontakt gehabt. Insofern habe ich gestartet mit einer Idee, mit einer Überzeugung, mit einem Auto und einem, das vollgetankt war, aber ohne Kunden und ohne Mitarbeiter. Und habe daraus mein Geschäft aufgebaut. Mit viel Fleiß, auch mit dem, was ich eben schon gesagt habe, Professionalität und Kundenorientierung. Und letztendlich ist es ganz wichtig, dort mit der eigenen Person zu überzeugen. Das heißt, was habe ich gemacht? Meine erste Kundin war meine Schwester. Die hat mich wieder weiterempfohlen in ihrem Netzwerk. Die Kunden, die ich daraus gewonnen habe, haben mich wieder weiterempfohlen. Das heißt, ich habe gestartet, wie jeder im strukturierten Vertrieb. Das war mein Weg und tatsächlich war es so, dass ich sehr, sehr viel Geld verdient in der Bank. Ich war dort Senior Management, insofern da wird gut bezahlt und ich habe im ersten Jahr mein Einkommen halbiert. Das war immer noch deutlich überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Finanzdienstleistern, Bankern, Versicherungsvertretern oder auch Menschen aus dem Finanzdienstleistungsbereich. Dennoch im Vergleich zu meinem vorherigen Einkommen war es eine Halbierung. Das war auch in meinem Businessplan so vorgesehen. Aber bereits nach dem zweiten oder im zweiten Jahr habe ich mein altes damaliges Einkommen übertroffen und heute bin ich deutlich über meinem Einkommen. Also das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen für all diejenigen, die sagen, ich kann das eigentlich finanziell nicht.
mit einem guten Plan, mit einem guten Partner an der Seite, der das eng auch begleitet, ist es gut möglich, innerhalb von 1,5, 2 Jahren Break-Even zu schaffen und dann deutlich mehr zu verdienen als vorher, auch in einer sehr guten Position. Aber Kompliment mal an der Stelle, weil ich weiß ja selber, es reicht halt nicht nur ein guter Plan und der gute Partner reicht halt leider auch nicht. Es ist halt dann doch immer noch jemand, der den Job tun muss und das war's oder das bist du. Das zeichnet dich natürlich dann auch aus, dass du dann wahrscheinlich auch ein Mann der Tat bist oder warst, auch insbesondere in den ersten zwei Jahren, weil fleißig sein, Gespräche führen, telefonieren, kontaktieren, Empfehlungen holen, das hat ja auch niemand abgenommen. Und das ist so immer so ein bisschen das Thema, wovor sich wahrscheinlich der ein oder andere Banker dann auch so ein bisschen, naja, nicht fürchtet, aber ja, weil ihr habt es ja in der Form nicht gelernt, oder? Ja, und das ist ein Riesenvorteil heute, weil ich habe eine große Akzeptanz in meiner Gruppe. Wenn mir heute ein Partner sagt, was alles nicht geht, dann kann ich ihm zeigen, dass es doch funktioniert. Und das ist natürlich jetzt heute ein Riesenvorteil, weil ich genau diesen Weg so gegangen bin wie jeder Neustarter. Und wenn er sagt, hier, ich habe im Moment keine Kontakte, was kann ich machen, dann kriegt der von mir einen ganz praktischen Tipp, setzen wir uns zusammen hin, telefonieren gemeinsam und das führt natürlich auch dazu, dass ich Menschen für mein Geschäft letztendlich gewinnen kann und das ist auch so ein Tipp an jede Führungskraft, auch in unserer Branche des strukturierten Vertriebes, immer am Ball zu bleiben. Wir müssen, wenn wir Kollegen mit an Bord nehmen, wenn wir Gruppe aufbauen, müssen wir nicht die Besten sein und wir müssen immer wissen, wie es geht, weil dann behalten wir die Akzeptanz und können unseren jungen Partnern helfen. Zum Thema Partner, schöne Steilvorlage. Es gibt noch eine zweite Besonderheit an dir, also nicht nur deine Vita oder deine Bankvergangenheit, sondern du hast auch so ein bisschen ein verrücktes Alleinstellungsmerkmal, nenne ich das. Du hast aktuell, so wie ich weiß, Partner aus 7 unterschiedlichen Nationen in deiner Struktur, in deinem Unternehmen. Ist das richtig? Das ist richtig so. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance auch für die Zukunft, weil wir haben ja im Moment in Deutschland die Situation, dass wir ganz viele Menschen aus anderen Ländern haben, die zu uns kommen, die exzellent ausgebildet sind zum Teil, ob das aus europäischen Ländern oder außereuropäischen Ländern sind. Und hier ist es tatsächlich so, all diese Menschen, die jetzt in Deutschland im IT-Bereich als Ingenieur, als Arzt arbeiten, die brauchen natürlich auch einen Ansprechpartner. Und diesen Ansprechpartner, wenn das einer ist, der die eigene Sprache spricht, ist es natürlich um ein Vielfaches leichter, dort auch Vertrauen zu gewinnen und demjenigen zur Seite zu stehen in finanziellen Fragen. Und insofern bin ich sehr froh darüber, Partner mit ganz vielen unterschiedlichen Sprachen auch bei mir im Team zu haben, auch aus unterschiedlichen Nationen und mit unterschiedlichen Nationalitäten. Und da hilft es mir natürlich auch, die Zeit, die ich selber in meiner alten Funktion als Banker im Ausland verbracht habe, weil das ist ja schon immer auch eine Mentalitätsfrage und ich glaube, dass ich mich da ganz gut reindenken kann. Und hier ist es so, dass wir ein tolles, buntes, internationales Team sind und das sind Partner, die ihre eigenen Ideen verwirklichen und ich helfe denen, das in einem tollen Unternehmen zu machen. Ich habe vorher mal ein bisschen gegoogelt, also da gibt es ja wirklich ein paar ganz interessante Testimonials. Ja, also das, was du sagst, das hat wirklich Hand und Fuß. Das ist das Interessante. War das von Anbeginn an deine Strategie? So nach dem Motto, ich stelle mich breit auf, weil der Banker denkt ja wahrscheinlich immer in Diversifizierung oder so. Ja? Oder hat sich das einfach so ergeben mit den internationalen Kollegen? Also beides ein Stück weit. Zum einen, ich selber und auch meine Familie, wir sind schon auch international. Wir haben Freunde aus anderen Ländern. Meine kleine Tochter hatten Paten aus Kroatien. Also insofern, wir sind dort
immer schon ein Stück weit international unterwegs gewesen, hatten da nie Berührungsängste. Das andere ist, aufgrund dieser Zugänge, dieser Ideen, dieser Kontakte, hat sich natürlich auch die eine oder andere Empfehlung genau in dem Bereich ergeben. Und insofern passt es, glaube ich, beides ganz gut. Das eine war, dass ich vom Grunde her schon, sage ich mal, überdurchschnittlich offen war. Zum anderen, aufgrund der persönlichen Kontakte, habe ich natürlich auch Empfehlungen genau in dem Bereich bekommen. Verstehe. Und zweites Stichwort, du bist recht, wie soll man sagen, recht gut darin, insbesondere ja, Menschen aus Akademikerkreisen zu gewinnen, hast du mir gesagt. Hast du da eine spezielle Vorgehensweise oder eine Idee? Ich bin ehrlich, ich hätte früher gerne auch öfter Akademiker gewonnen. War mir leider nicht vergönnt, wahrscheinlich, weil ich selber keiner war, ich weiß es nicht. Und wenn ich mal einen gewonnen hatte, dann, das war nie so richtig rund. Das waren immer Menschen mit einem anderen, nennen wir es jetzt einfach mal Background, anderen Ideen oder anderen Ansätzen. Ich war mehr so der Pragmatiker, der Einfache, und der Akademiker ist aus meiner Sicht mehr so der, ja, akademische Intelligenz hat natürlich auch was mit viel Nachdenken zu tun. Andererseits natürlich hohe Beratungskompetenz. Also zwei Fragen, wie machst du es, dass du sie gewinnst? Und zweitens, wie schaffst du es dann, diesen Akademikern auch ein gutes Gefühl, eine gute Heimat zu geben und sie erfolgreich zu machen? Das würde mich noch interessieren. Also das Erste ist mal, Zweck meines Unternehmens, und ich habe mir da lange Gedanken darüber gemacht, auch tatsächlich so eine eigene Unternehmervision aufzubauen. Und das ist gut. Zweck meines Unternehmens ist es, Menschen die Chance zu geben, in einer Gemeinschaft von anderen Unternehmern ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Und ich glaube, das ist im Umgang mit Kollegen, die von der Uni kommen, die dort studiert haben, ganz wichtig, weil wenn die jetzt zu uns ins Unternehmen kommen und das erste Mal, was wir denen sagen, ist, bitte vergesst alles, was ihr bisher gelernt habt. Bei uns ist die Welt ganz anders und die letzten 4, zum Teil 6 Jahre, die hättest du dir schenken können, weil bei uns kann das jeder. Wenn wir da so rausgehen, dann wird es nicht funktionieren, sondern die Menschen in ihrer eigenen Besonderheit wahrnehmen, die auch die Möglichkeit geben, eigene Ideen zu entwickeln, das Ganze zu begleiten, zu fördern. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist der, ich bilde Unternehmer und Führungskräfte aus. Das habe ich in der Vergangenheit viel gemacht und das zieht natürlich. Wenn jemand heute, mein stärkster Partner ist Volljurist mit beiden Staatsexamen, wenn der zu mir kommt, dann zeige ich dem, wie er deutlich mehr aus seinem Unternehmen machen kann, als wenn er eine kleine Anwaltskanzlei hätte. Und das überzeugt den letztendlich, diesen Weg auch mit mir gemeinsam zu gehen. Der andere Punkt ist auch ein ganz wichtiger, und zwar, wie schaffe ich es, die Menschen erfolgreich zu machen? Zum einen dadurch, dass ich Dinge gemeinsam mit ihnen entwickle, auch mit ganz viel Klarheit und mit ganz viel Führungskompetenz. Und auf der anderen Seite, nicht jeder, der aus nicht akademischen Bereichen kommt, der aus dem Handwerk kommt, der aus kaufmännischen Berufen kommt, der wird ja auch nicht immer mit hundertprozentiger Garantie ein super erfolgreicher Partner im Network Marketing. Das heißt, auf der Akademikerseite wie auch bei allen anderen haben wir die Herausforderung, auszugucken, wer ist genau der Richtige geeignet, dort ganz viel Herzblut auch in die Ausbildung zu stecken, denjenigen zum Unternehmer zu entwickeln und zur Führungskraft. Und bei den anderen, die für sich erkennen, das Thema Vertrieb, das Thema Netzwerke aufbauen, mit Menschen in Kontakt zu treten, das ist nicht das, was sie 100% gerne machen, mit denen im positiven Sinne umzugehen und dort herzukommen und zu sagen, das sind tolle Empfehlungsgeber, das sind Menschen, die bei uns herzlich willkommen sind, vielleicht auch in einer nebenberuflichen Tätigkeit.
Aber für eine hauptberufliche Tätigkeit, da braucht es tatsächlich denjenigen, der so eine eigene unternehmerische Idee entwickelt. Und das werden wir in unserem Geschäft natürlich gut und positiv auch herausfinden können. Also du hast ja auf gut Deutsch auch ein Auge und ein Händchen, bestimmte Talente zu erkennen, die dann entsprechend zu fördern. Und ich habe jetzt rausgehört, und das finde ich auch fair, dass du das sagst, dass es in der Tat auch nicht für jeden in der Form geeignet ist, dass er dann irgendwie mal eine Hauptberuflichkeit draus macht. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ja. Ganz genau. Klasse. Sascha Rabe, also sehr, sehr viele, sehr, sehr tief, was mir gefällt, wirklich sehr, sehr tiefgründige Ausführungen. Also man merkt, da ist unheimlich viel Substanz da. Und vor allen Dingen auch für alle, die jetzt zuhören, die dieses Interview hören, was mir besonders gefallen hat, es kommt halt rüber, dass es halt tatsächlich weit mehr braucht, als wirklich nur jemanden ins Geschäft zu bringen und dann zu warten, dass dieser Mensch erfolgreich wird. Du hast da eine Vision, du hast eine Strategie, Leute zu entwickeln. Die Leute kriegen bei dir eine Heimat. Und das Schöne ist, du hast also unheimliche Kompetenz noch dazu. Man findet diese Mischung selten. Das finde ich so toll. Und ja, vielleicht hast du abschließend noch eine Message, deine Vision oder einen Tipp, den du unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Gibt es da irgendwas? Ja, Tobias, ganz lieben Dank. Es hat mir irre Spaß gemacht, das Telefonat mit dir. Und auch da, ihr helft natürlich. Ihr habt so viel klasse Tools und Möglichkeiten, die ihr gerade Berufsstartern an die Hand gebt. Und insofern, ihr helft uns als Führungskräfte im strukturierten Vertrieb. Auch dafür herzlichen Dank. Also vielleicht das so als kleine Schleichwerbung am Rande, wenn dort jemand Unterstützung braucht, einfach mal auf der Website von Rekrutier gucken. Ja, Message von mir zum Ende des Telefonats. Mein Ziel war es, Menschen zu helfen, eigene Ziele zu erreichen, etwas aufzubauen, ein Unternehmen aufzubauen, das Bestand hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für all diejenigen, die heute schon auch aktiv sind. Lasst uns nicht in Einheiten denken oder in Euro und Cent, sondern lasst uns in Menschen denken, in persönlichen Beziehungen, und dann wird dieses Geschäft auch ein erfolgreiches und wir werden Gutes für die Menschen dort draußen tun können. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Message, sowohl für Kunden als auch für Geschäftspartner. Klasse. Sascha, vielen Dank für dieses tolle Abschlussstatement. Ich sage auch danke für deine Zeit und ja, bin mir sicher, man wird noch viel Positives von dir und von euch hören. In diesem Sinne alles Gute erstmal und bis demnächst irgendwann. Bis dann, danke, ciao. Servus, mach's gut, ciao.